Wie man sieht, habe ich mir einen neuen Rasenmäher gekauft. Von Flora Best, also von Lidl. Es war der letzte, die waren kurz vorm Ausverkauf. Ich habe die letzte auch gekriegt, also fast hätte es nicht gereicht. 199 Euro. Ich habe ihn gekauft aus dem Grund, bei meinem Alten hat die Reparaturwerkstatt gesagt, das lohnt sich nicht mehr, dass man den repariert. Wie gesagt, 199 Euro von Lidl. Viertaktmotor Briggs & Stratton mit 2,9 PS, 140 Kubikzentimeter und Ready Start. Ready Start bedeutet, wenn er nach dem zweiten Anziehen, der ersten 2 Jahre, also in der Garantiezeit, nicht anspringt, dann kann man zurückgeben und er wird dann sofort repariert. Also nicht bei Lidl, sondern bei einer Briggs & Stratton Werkstatt. Ja, dabei waren der 60 Liter Fangkorb, dann Kanister von McCulloch und ein Mulchkeil. Der hat, was ich auch keine schlechte Idee fände, hier so einen Wasseranschluss, da reinigt er sich dann, wenn man einen Wasserschlauch hinmacht, wird das dann innerlich gereinigt, das ganze Gehäuse halt innen drin. Zum Mulchkeil. Wenn man den reinmacht, macht man hier als erstes mal die Fangbox raus. Dann nimmt man den Keil und macht den so hier rein. Ja, jetzt ist der Keil drin und das Mulchen ist so, Gras wird halt in dem Kanal drin nochmal zerhäckselt und gilt dann als Rasendünger. Ich habe es gemerkt bei meinem alten Rasenmäher, der ist mit Zeitauswurf, also kann man gar keinen Korb dran machen. Seit ich mit dem immer gemäht habe, wächst der Rasen hier auf den Gittersteinen allgemein viel besser, wie wenn ich ihn so mähe mit Korb, weil dann halt der ganze Düngestoff entzogen ist. Und so ist es kostenloser Dünger, warum soll man es nicht machen? Schnittbreite 46 cm und den werde ich jetzt mal kurz anlassen. So. So, dazu den Hebel hier. Den Hebel so ziehen und dann einfach einmal kräftig ziehen, er läuft einfach und der Antrieb geht auf. Also, ich denke, für 199 Euro ist das ein gutes Gerät. Ich hoffe, er funktioniert in der Praxis genauso gut. Da werde ich dann nochmal ein Video drüber machen.